I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you every... Have a look. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love, there's something about you, I wish you were mine. Schade, die Löcher sind so klein. Du weißt schon, dass das hier kein Schloss ist, sondern ein Kloster, ne, wo du mich hinführst. Ja. Ah, du lächelst so süffisant. Ja, früher hatten die auch ihre Gespielinnen, die sie nicht mehr haben wollten, in ein Kloster verfrachtet. Du bist so eine Gespielin. Ich geb dir gleich Gespielin. Ich hab ans Grillfleisch gedacht, da hast du Gespielin. Ohne mich hättest du es doch vergessen. Guck mal, hier kannst du lang rumwandern. Bis hinten zu dem Bächlein. Lascade de Correc. Wir warten auf Öffnung und ich hoffe, dass wir da drin filmen dürfen. Ich meine, ich habe das auch schon in anderen Videos gesehen, dass da drin gefilmt oder fotografiert wurde. Von außen steht zumindest schon mal nichts, so wie vor Lalat. Hilfe, ein Gespenst. Ich bin die enthauptete Nonne. Ich bin kein Gespenst, ich bin knipsesüchtig. Hat der Bett dich schon mal so sprachlos gesehen? Ja, ungefähr jeden Tag die letzten Touren. Hm?
Nee, ist das schön. Ist es auch. Das ist schon beeindruckend. Das ist der Herzogssaal. Neue Freundin. Die hat schöne Ohrringe. Ja, die gibt doch keine Widerworte. Glück, dass wir unseren Feigenbaum immer schneiden. Ja, das, mein 3-Euro-Töpfchen, was ja so begann, ist ja jetzt schon von uns bestimmt 10-mal, also jedes Jahr geschnitten worden. Aber der hat hier auch die Feigen in den unteren Bereichen. Bei uns hängen die immer da oben, wo ich nie dran komme. Aber die sind schon so weit, so sehen die bei mir im September, Oktober aus, ne? Ja. Und vor allem, weißt du, was das hier ist? Guck mal hier, habt ihr das gesehen, was hier dran hängt? Leute, wenn es so weitermacht, dann gibt es ein Video für sich. Das erinnert mich an die Breitachklamm. Das ist auch ein Video für sich geworden. Betty versucht, ein Selfie zu machen. Halt die Klappe. Hat jetzt endlich die passende Größe gefunden. Nee, die anderen waren alles so groß. Der Arm ist so lang. Aufnahme. The Chapter House. Das Medusa. Das ist die Medusa. Das ist eine mit 20 Brüsten. Das sind immer komische. Den kenne ich. Der ist gruselig. Der ist echt gruselig. Alfred. Das ist Alfred. Bist du Dreck am Wasser? Ja, es gibt schön Wetter. Der Apeklömer hoch, ich weiß. Nee, da kommen ein paar Wölkchen. Ich denke, der filmt die Landschaft, der filmt ja hier meine Falten. Ich fasse es nicht. Es gibt doch Schöneres als die Furchen in meinem Gesicht, ey. Zumal meine Haare heute mit liegen. Weil wir wieder bei der Abwasserleitung wären, oder was?
Nein, die ist nicht Spinkel, die macht da Fotos. Ich glaube, wenn sie den Clip sieht, dann kriege ich Brühe. Aber ich finde das lustig. Also ich glaube, das wird ein eigenes Video. Nein, wir schneiden die mit Hälfte raus. Ja, sollen wir die Hälfte nicht rausschneiden? Da kannst du nichts rausschneiden. Dann schreibt es in den Kommentaren, dann schneiden wir die Hälfte raus. Das ist doch nicht mehr möglich. Stimmt, wenn ihr schreiben könnt, haben wir ja schon das Video online gestellt. Dann spult einfach vor, wenn es euch nicht gefällt. Da musstet ihr jetzt durch. Uns hat super gefallen. Wir können den Besuch der Abtei Beaufort nur empfehlen. Kommt mal her. Ihr habt bestimmt dann noch mehr Bilder als wir. Und absolut ein Muss. Also die 6,50 Euro Eintritt, ja, die lohnen sich alle Male. Ja, also es war genial. Wunderbar. Vor allem diese Kombination der Natur, die hier ihren freien Lauf mehr oder weniger bekommt. Hier sind so viele Gärten am Einsatz. Da siehst du überall die Leute arbeiten und halt mit den Hortensien und Rosen dazwischen. Ein Gedicht. Und es ist sehr leer. Ich würde jetzt auf dem Freitagnachmittag, es ist echt ruhig, gleich nicht gerade Samstag, Sonntag hierher, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ein kleiner Tipp, ungefähr 2 Monate später, dann könnt ihr euch da hinten in dem Yachten den Bauch voll schlagen. Mit Feigen und Kiwis. Genau. Und wer weiß, was sonst noch da alles wächst. So. Wir gehen jetzt mal wieder raus. Guten Morgen, eigentlich schon fast Mittag. Wundert euch nicht, dass gestern nichts mehr kam. Wir waren platt. Und gleich geht's auch weiter in Richtung Ilbrihat. Das ist der Strand direkt neben dem Campingplatz. Also die Lage vom Campingplatz ist schon super. Nur hier dieser Vorort von Pambol hat nicht allzu viel zu bieten. Relativ neues Wohngebiet. Im Zentrum ist halt nur eine Kirche mit einem Mini-Platz und einer Post oder ehemaligen Post. Aber die Lage direkt neben der Abtei und mit dem Strand und dem Ausblick macht's wieder weg. Ich glaube, es sind knapp 3 Kilometer bis Pambol City und da fahren wir jetzt hin und fahren noch ein Stück weiter. Und wir müssen Kaffee kaufen, ansonsten fahren wir gar nicht mehr. Was hier richtig toll ist, ist dieser angelegte Seeteich. Mischung zwischen Naturschutz. Vorne ist Entenreservoir und hinten habt ihr eine Badestelle mit einem großen Nichtschwimmerbereich. Also wenn Kinder mit sind, gestern Abend war da rege was los. Es gibt einen Trimmdichtpfad rundherum mit dem ein oder anderen Sportaccount. Es gibt eine Laufstrecke und wenn wir noch ein Stück weiter fahren, hinten, wo die Bäume sind, gibt es noch einen großen Spielplatz. Und ihr könnt hier eigentlich schon super spazieren gehen, wenn man eben nicht erwartet, in einem alten Örtchen rumzulaufen. Das war schon alles okay, aber ich kann euch sagen, die Sonne, die brennt hier ganz gut. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll... Ist das ein traumhafter Anblick? Es Gomez. Konntest du gestern, als ich da gelaufen bin, hören. Ich konnte ja von da hinten bis hier gucken. Ich bin ja so weit im Hügel da hochgelaufen, dass ich bis hier gucken konnte. Ah, kannst du mieten.
Also hier ist eigentlich jedes zweite Haus zu vermieten, ne? Als Ferienhaus oder Feriendomizil. Schon krass. Wenn ihr in Pambol seid, geht in die hinteren Straßen. Wir haben eigentlich ja nur Kaffee gesucht und haben echt dieses geile Altstädtchen gefunden. Und da fahren wir jetzt mit euch durch. Also hier ist auch ein ganz besonderes Flair. Also ich muss schon sagen, ich würde mal sagen, Pariser Schick. Also hier sind richtig nette Läden und hier kann man was sehen. Das ist eine Markthalle. Ja, aber ich sehe zu. Jetzt ist kein Markt. Ich habe was zu sagen. Also hier schließen die meisten Geschäfte um 12 oder 13 Uhr. Ich glaube 13 Uhr haben wir mittlerweile. Warum bei uns die alle so lange aufhaben müssen? Wir haben hier die Geschäftszeiten, die zu meiner Kindheit und Jugend waren in Frankreich. Die haben wir in Dänemark, die haben wir in Norddeutschland. Also hier ist der Hype mit dem langen auf. Ich bin auch berufstätig, ich habe da auch meine Grenzen, aber mit dem langen Donnerstag und am Samstag kommst du hier eigentlich schon recht weit. Danach geht hier alles essen mit einem leckeren Weinchen dazu. Die Lokale sind richtig gut besucht und abends haben die auch zu, 50-70% hier in den kleineren Orten zu. Ne? Die haben mittags ihr Geschäft und dann ist finito, Feierabend. Aber wenn ihr hier seid, Pambol, ein Ründchen durch die Altstadt lohnt sich wirklich. Das wird vielleicht immer vergessen, weil man hier andere Orte präferiert, aber hat was. Und nette, wirklich richtig süße Lädchen. Wir fahren noch eine Runde hier rum und dann geht's in den Hafen und weiter. Guck mal hinten, die lange Sandbank. Leider keine gute Fernsicht. Das ist die Île de Bréhat. Und hinter der Kamera ist der Alfred. Come on, baby.
Was hast du das Schiff schon wieder angeführt? Aufs Schiff? Ja, toll. Eine Bootfahrt, die ist lustig, eine Bootfahrt, die ist schön. Wenn der Alfred gleich stundenlang um durch die Insel laufen muss. Muss ich nicht. Ich kann mich da hinsetzen. Alfred geht Kaffee trinken und ich laufe ein bisschen mit euch rum. Wir fahren jetzt rüber zur Ile de Bréhat. Und solltet ihr hinwollen, parken über 3,5 Tonnen verboten. Ein Parkplatz ganz für Wohnmobile verboten und der andere nur bis 3,5. Steht jetzt ein Kastenwagen, aber ansonsten siehst du hier auch nicht ein Wohnmobil. Also das muss man einplanen. Wir sind jetzt mit dem Rad hier und ich freue mich schon gleich auf die Rückfahrt, wenn es da steil den Berg wieder hochgeht. Also der hat es wirklich in sich mit den Kurven. Hast du einen Abschleppseil mit, damit du mich abschleppen kannst? Ich muss jetzt Fischchen gucken gehen. Alfred ist geparkt und wir schauen uns jetzt mal ein wenig die Schönheiten der Insel an. Don't know what to do if you go. And I want.
I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try. Also wirklich traumhaft. Und da ich jetzt traumhaft festgestellt habe, als wir den Receiver aus hatten, habe ich euch die ganzen Aufnahmen schweigend aufgenommen. Und deshalb hinterlegen wir doch eine wunderschöne Hintergrundmusik, damit ihr es genießen könnt. Definitiv bis da vorne noch und dann ist Schluss, weil umso später es wird, umso mehr wollen ja auch wieder zurückfahren und so geht das hier immer weiter. Ein Traum, ein echter Traum. Wir sind wieder da. Rückfahrt. Dann musst du erzählen, Alfred, mit deinem Jogger. Komm, ich nehme mal. Erzähl du mal mit deinem Jogger. Wir sind da so. Ich wollte ja schlau sein. Ich wollte Alfred nicht die Serpentinen mit dem Berg antun. Im Prinzip auch gut. Und hab gedacht, fahren wir hinten schön an der Küste lang, da geht ein Weg durchs Wohngebiet, da kommen wir wieder an die Hauptstraße, wo wir rüber müssen, um auf den Fahrradweg zu kommen. Jetzt ist Alfred. Nein. Also ich bin in höchster Stufe mit dem kleinsten Gang da hochgefahren. Ich als Eco-Favorit. Wo ich für gute gar nicht hochschalte. Ich bin auch in höchster Stufe in kleinstem Jahren. Ja, und dann höre ich hinter mir ihr Trampeln, komme aus dem Tritt. Da kommt mich einer überholen noch beim Laufen. Da war ein Jogger, der hat Alfred überholt, der wollte fragen, ob er noch anschieben soll. Dadurch, dass ich aus dem Tritt gekommen bin, stand ich nämlich da und ich kam nicht mehr aufs Fahrrad. Da wollte er mich anschieben. Der filmt jeden Mist, der mir passiert, ja? Aber glaubt ihr, das hätte der gefilmt? Ja, wie soll ich das denn machen? Ja, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wie heißt das hier? Hinten Kamera oder ja. So? Du nicht so ein Dächeln. Du hast einen Dachschaden. Also wir sind gut zurück. Wir lassen den Abend jetzt ausklingen. Mal gucken, ob wir uns noch sehen. Spätestens morgen früh. Macht's gut. Also ich bin noch da, ne?